Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4. Ja, die letzten zwei Steam-Nachrichten, die waren wegen Dota 2. Au! Jay, bis ihr das seht, ist das alles schon gelaufen. Denke ich mir jetzt mal. Ich weiß nicht. Okay. Auf jeden Fall war die Nachricht nicht mal für mich, ja. Da hat sich jemand verpostet im Steam. Aber passiert dem Besten von uns. Ich kann nichts sagen, die Gegner sind ziemlich gefährlich hier. Na, geh auf die Knie vor mir. Es war ein bisschen gefährlich, dass du ihm den Kopf wegbrichst, damit ein Plager rauskommt, aber... Ich glaube jetzt ein bisschen im Kreis, weil ihr seid nämlich auch beide Bogenschützen. Beziehungsweise Armbrustschützen und so ein Kerl. Ja, Evil, hält dein Knie aus, bitte. Nein! Boah, ist das immer knapp. Ja. Nein! Ah, da gibt's das Fressbrett. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich sag's euch. Heilspray. Au! Wo kam der jetzt her? Pennerschlumpf. Ja, Bullet Spraying. Wie die aussehen! Oh ne, nicht schon wieder ein Plager. Ich bin's leid, hey. Plager ist so ich hier da. Ah, da, friss. Gut, dass ich ihn nicht erwischt habe, aber egal. Ah, willst du doch nicht sterben? So, jetzt wird. Kann aber nicht angehen. Ja, so viel zu meiner Munition und allem. Ich sag's euch, das geht 100 pro gleich so weiter. Jetzt am laufenden Band. Ganados mit Waffen. Geht's noch? Mistgabel und Schaufel hat anscheinend nicht gereicht, oder? Moment, Ashley wurde da oben verschleppt. Ashley kann warten, würde ich sagen. Die ist nicht so wichtig. Kann ich da vielleicht aufs Haus oder so? Nee, da geht wieder gar nichts. Komme ich da unten vielleicht rein? Oh, ich hasse die Steuerung, hey. Das ist wirklich so Mittelalter. Keine Sidesteps, nix. Oh. Ah, arbeiten wir jetzt mit Laser, ja. Looks like a sensor window. Okay, sieht aus wie ein Sensor. Moment, da muss ich ja den Spiegel dann erleiten eigentlich. Beziehungsweise umstellen. Komme ich da irgendwie hoch? Nein, von innen schon mal nicht. Von innen geht nichts. Ah, hier ist eine Leiter. So, gucken wir mal. Check. Sieht aus, als könnte man es rotieren. Okay, dann muss ich noch zu dem da vorne. Und das rotieren. Ah, die Leiter sehe ich schon. Ich sehe sie. So. Ich denke mal, ich sollte nicht in den Laser laufen. Oder reinstolpern, je nachdem. So, sieht so aus, als würde es rotieren. Dann müsste ich das nur noch darüber lenken. Dann müsste das eigentlich passen. Habe ich das Lasernetz komplett. Haha! Aber ganz ehrlich, ein normaler Schlüssel hätte es ja auch getan, oder? Aber nein, wir brauchen immer wieder etwas Neues. Wir hatten eh schon Retina-Scanner, Embleme
Und diese Laserdinger. Was kommt wohl als nächstes? Da sehe ich doch Munition rumliegen. Moment, sind meine Waffen alle vollgeladen. Ich will nämlich dann nicht so reinstolpern ins nächste Feuergefecht und muss dann erst alles durchladen. Das wäre ein bisschen peinlich. So, da haben wir wieder 11 Schuss. Heilsachen haben wir noch 3. Das ist jetzt nicht wirklich prickelnd. Ich hätte gern 12 oder so. Haha, daneben, ihr Pfeifen. Habt ihr euch wohl so gedacht, ne? Ah, Fässer. Fässer sind mein bester Freund. Fässer sind mein bester Freund. So, dann habe ich noch 4 Dinger zum Heilen. Ah, es ging ja vom Aimen runter. Ich sag's nicht, ich bin noch dumm mit der Störung. Ja, bis du da anlegst, ja, und dann... Hätte ich die etwas bessere Störung von Resident Evil 5, dann wäre das alles ein bisschen anders, da, ja. Und auch angenehmer zum Spielen, definitiv. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Ach, jetzt bin ich hier. Interessant. Nächster Levelabschnitt. Ah, ich höre schon wieder so Pritzelgeräusche. Emerald. Ich mag das nicht, dieses Geräusch von Strohholm. Da ist er. Seiner komischen Skelettmaske da, was er da auf hat. Tja, Bub. Ach, das ist gar keine Maske, das sieht wirklich so aus. Richtig schön ranzig. So. Lecker. Ah, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich über dem Lager. Moment mal, wo ist das Searchlight? Das schreibe ich dann nach Sniper, da komme ich so nicht hin. Hin komme ich da doch nicht. So, ich hoffe, dass das keiner gecheckt hat, dass jemand geschossen hat. Ich weiß nicht, ob die so klug sind. So, mal über das Flächlein. Wo ist denn der Kerl mit seinem Elektrostab? Ich höre ihn doch die ganze Zeit. Rotatatatui. Ich sehe halt keine Socke. Ah, sieht hier aus. Gasmasken, Männer. Aber da ist die Waffe schon praktisch, dass die jetzt so Feinde durchschießen kann. Bis zu 5-mal. Ja, stehe wieder so blöd. Wie halt immer stockt beim Gehen, das ist so richtig nervig. Aber gut, ich will mich ja nicht weiter beschweren, das mache ich schon das ganze Let's Play über. Aber es ist wirklich so, wenn ihr das selber wieder spielt. Das ist so richtig. Ah, von der Störung her. Es gab vor kurzem die... Ja, was heißt vor kurzem? Auch schon wieder Zeit her. Den Remake für PS3, die HD-Version, auch da eine andere Störung mit drin, das weiß ich nicht. Hier auf der PS2 ist natürlich nicht so. Oh, rotes Grat. Das verbessert meine Überlebenschancen gleich mal drastisch. So, wir kombinieren. Schauen wir da 4 Sachen. Die Granaten tun wir hier rüber, das hier tun wir auch hier rüber. Das tun wir mal hier her. Und die Jackal-Patronen tun wir hier hin. So. Nicht, dass ich Jackal-Patronen bräuchte, aber was man hat, das hat man. Moment, ich sehe doch, was ich tun muss. Rotes Fass. Kugelverschwendung. Oh, Ölmalerei. Nett. Schatztruhe. Und Stacheln. Da sind noch Überreste drin von irgendjemandem.
Ah, eine Katze. Eine Golden Lynx. Moment, das heißt nicht in die Stacheln drunter springen wahrscheinlich. Ach, das ist das, was ich jetzt in den Spalt gesehen habe. Das war die Secret Area, oder wie? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo kann ich hin? Wo soll ich hin? Moment, links und rechts und dann nach draußen. Also hier. Rechts. Da bin ich hier draußen. Ah, ha, 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 ha. Au. Dass ich keine Sau sehe. Bin ich schon wieder fast tot. Hey, ich finde halt Zeug und verbrauch sofort wieder. Ja, interessant, ne? Na, wisst ihr was? Ich lasse mich nicht verarschen von den Typen. Denn ich habe eine Sniper. Jetzt fange ich gleich wieder eine, oder? Na, fast. Ach, geh, den treffe ich nicht, oder was? Doch, dichter Fall drin. Schießt du nochmal auf oder bist du tot? Ne, du siehst ziemlich tot aus. Wunderbar. Das ist so fies, bis man dann sieht, wo der Gegner ist, ja? In diesem komischen Mischmasch aus Grau und noch mehr Grau. Nicht so einfach. Ah, da oben ist noch so ein Arschclown. Ja, der hat einen Raketenwerfer oder was? Gott, wie ich sowas hasse. Was so auf Schnelligkeit geht. Ach, der Arschkern hat Dynamit. Ich dachte schon, es wäre ein Raketenwerfer oder sowas. Hast du dich jetzt selber gesprengt? Sehe ich ihn nicht mehr. Wo ist der jetzt hin? Aha. Ins Gesicht. Schön, dass die nicht sterben wollen. Da, fahren. Ah, 1600 Pesetas. Ja, warum denn nicht? Ich habe schon wieder keine Pistolenmunition. Ach, herrje. Warum seid ihr noch nicht tot? Ihr habt eine Feuergranate abbekommen. Hey, krepiert doch endlich. Das kann ja nicht sein. Ihr seid nicht unsterblich. Ihr seid nicht der Highlander. Ich war ja Muni verschwende. Granate! Das hat ihn nichts gemacht. Hallo? Ja, teilweise ist das Spiel schon ein bisschen sehr ungenau, ha? Ich hasse Spiele, die wo cheaten. Ach komm, ich voll. Halten die denn aus? Du darfst deine ganze Munition verballern an den Kerl. Das ist schon ein bisschen dreist. Wir gehen erst den linken Weg, definitiv. Oh, komm, was ist denn das schon wieder für einer? Die alle mal nicht aussehen, also richtig. Bah. Da schießt er auch ein Plag raus. Ich krieg die Krätze, hä? Oh, man trifft halt immer nix. Ja, genau. Glück. Ach, komm, noch 500.
Was ist denn das? Die Insel der unsterblichen, wiedergeborenen Kackscheiße, oder was? Ja, ich höre schon wieder mit Elektrostab. Was für ein Stress. Wisst ihr noch, wie cool Resident Evil Rebirth war? Im Vergleich zu dem? Bah. Schon irgendwie schrecklich, was es Resident Evil geworden ist. Aber gut. Ich sag's in jeder Folge, ich kann einfach nicht anders. Es ist einfach kein Resident Evil. Hallo? Wie viele kommen denn da noch von euch? Das gibt's ja nicht. Das ist Schießen am Dauerband. Oh, der hat dünne mir. Okay. Oh, okay. Ich geh jetzt nach oben. Ich mag nicht mehr. Steht da einfach einer? Wer hat denn zu dir gesagt, du darfst hier rumstehen? Ah, komm. Ja, das nächste Mal kaufst du dir ein richtiges Schwert, verstanden? Dort sind dann noch welche. Shotgun-Munition und Heilkraut. Boah, nur ein Heilkraut. Kann ich den Wagen da anschießen? Habe ich da jetzt was erwischt oder habe ich da was erwischt? Sieht nicht so aus. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Ah, du Gesicht! Ja, das hast du von. Sein blöden Dynamit die ganze Zeit. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Gebiet hasse? Guckt euch an, da gibt es noch mehr davon. Oh yeah. Da ist ein Knopf, drücken. Natürlich. Das große Stahltor öffnete sich. Shop, 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 shop. Jawohl. Munitionsgurt. Welcome. Welcome. Things on sale. Boy, ah, ich kann neue Sachen kaufen. Treasure Map. Brauche ich nicht. Versteht ihr? Jetzt verkauft er die Killer 7, die Übermagnum schlechthin für 77.000. Jetzt, wo ich den blöden Butterfly gekauft habe. Was hat er denn noch so? First Aid Spray hat er nix. Rocket Launcher, Mind Thrower, TMP. Das ist alles so unnütz. What are you buying? Sachen, die keiner brauchen kann. Striker, Kapazität, komm. So, dann müsste ich wieder ordentlich Muni haben, oder? 24 Schuss dafür. Gut. Ja, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein von diesem Part von Resident Evil 4. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt dafür doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage wie immer, stay tuned and so long.